Oh nein, sieht so aus, als ob Margot wegen irgendetwas ganz schön verärgert ist. Sie braucht sofort Verstärkung. Hey, das ist ja Wednesday. Es ist gerade nicht Zeit zum Tanzen. Wir müssen Margot retten. Los geht's, wir haben keine Zeit zu verlieren. Wow, sieht so aus, als wäre die Schwester auch hier. Die Schwester weiß am besten, was Margot braucht. Sie beeilt sich. Und das ist die Großmutter. Sie weiß ganz sicher, was ihre Enkelin braucht. Also, alle sind hier. Was ist denn los? Ah, Margot ist hungrig. Keine Sorge, wir haben eine neue Challenge für sie. Hey, hört auf. Es wird Zeit zu sehen, was denn Margot sich wünscht. In Ordnung, ein Burger. Das ist ganz schön toll. Sind alle bereit für die Challenge? Na dann wollen wir loslegen. Oma beginnt mit dem Brötchen. Ja, getoastete Brötchen schmecken gleich viel besser. Jetzt brauchen wir Hackfleisch. Die Oma macht aus dem Hackfleisch Hackfleischbällchen, legt sie auf die Pfanne und drückt sie mit dem Spatel fertig. Darauf kommt jetzt eine Scheibe leckerer Käse und natürlich eine Tomate, Zwiebel und das Brötchen obendrauf. Hooray! Super! Jetzt ist die Schwester dran. Ganz normale Brötchen passen ihr nicht. Was? Ein Donut? Der sieht ja appetitlich aus. Die Schwester schneidet ihn in zwei Hälften und nimmt sich Schokolade. Das ist ja mega süß. Aber hier kommt noch etwas. Ah, das ist ja saures Gel. Ganz schön gut, aber sauer. Und jetzt noch ein paar Marshmallows. Jetzt noch ein paar Gummibärchen und Beerensirup. Ja, warum nicht? Jetzt kommt noch der Donut obendrauf und fertig sind wir. Wunderschön. Der Oma scheint das ganz schön zu gefallen. Aber Wednesday lässt sich nicht beeindrucken. Wir beginnen wie immer mit den Brötchen, aber natürlich mit schwarzen. Jetzt braten wir die Boulette. Was macht denn Wednesday da mit dem Käse? Oh wow, sieht ja richtig cool aus. Jetzt ein Stück Gurke. Wow, dieser Burger sieht ja so aus, als hätte er einen Mund. Aber hier fehlt noch was. Gut, dass das eiskalte Händchen stets zur Hilfe steht. Ah, wir brauchen ein paar Glotzer. Sieht aus, als ob das hier Wednesday braucht. Ach, Oma, bitte beruhig dich. Die Hand ist ganz harmlos. Absolut. Also, Wednesday hat jetzt diese Augen. Und die kommen jetzt auf den Burger drauf. Schaut euch dieses Monster an. Ganz schön gruselig, aber trotzdem appetitlich. Na, Margot, probier was. Oh, ich bin am Verhungern. Oh, dieser Burger sieht richtig toll aus. Probieren wir mal. Ganz schön lecker. Und was haben wir jetzt? Sieht ganz schön normal aus. Sind das etwa Zwiebeln? Das werde ich nicht essen. Und was haben wir hier? Oh, ich liebe diese Gummibärchen. Oh, so viele Süßigkeiten. Also, ich suche mir einen Gewinner aus. Und das ist der Burger von Wednesday. Schmeckt richtig gut. Na, gut gemacht, Wednesday. Will die etwa lächeln? Oh, schaut euch das an. Wednesday lächelt. Und jetzt ist es ihr zu peinlich. Oh, sieht so aus, als würden sich die Schwester und das Händchen gut verstehen. Aber es ist Zeit, für das Händchen nach Hause zu gehen. Und unsere Helden sollten das nächste Gericht kochen. Heiße Schokolade. Die lieben wir doch alle, oder? Ich hoffe, alle sind bereit. Los geht's. Die Oma kocht wieder zuerst. Sie schüttet die Milch in einen Topf, gibt Kakaopulver hinzu. Jetzt alles schön umrühren. Oh ja, eine Tafel Schokolade macht den Geschmack noch intensiver. Oh, das sieht ja schön aus. Oma gießt die heiße Schokolade in ihren Lieblingsbecher. Diese Art von heißer Schokolade wärmt jeden auf. Jetzt ist die Schwester dran. Hey, pass auf, du solltest die Schokolade nicht ganz aufessen. Ja, Oma hat recht. Man muss ein bisschen Zucker hinzufügen. Oh Mann, was hat die denn vor? Schaut euch diese Naschkatze an. Oh, das ist ein bisschen zu viel Zucker für die Oma. Okay, Zeit, Milch hinzuzufügen. Vorsicht! Oh, Schwester, du solltest vorsichtiger sein. Du verschwendest ja die Milch.
jetzt ein bisschen Lebensmittelfarbe. Oh, schaut euch diese Schönheit an. Diese Creme ist so bunt. Und das sieht ganz schön appetitlich aus. Hier kommen noch ein paar Streusel drauf. Das ist ja schön serviert. Also allerhand. Jetzt kommt hier noch ein bisschen Schlagsahne obendrauf. Und ein paar Marshmallows. Oh, und das ist noch nicht alles. Oh, was für süße Figuren. Ich frage mich, ob die auch essbar sind. Und natürlich dürfen wir den Strohhalm nicht vergessen. Na, Wednesday, jetzt bist du dran. Da brauchst du wohl dein Händchen, oder? Oh, was für ein furchtbarer Becher. Oma, du solltest deine Nerven schonen. Wednesday schüttet Schokolade in den Becher. Hier kommt noch etwas Schlagsahne obendrauf und natürlich Beerensirup. Sieht gut aus. Und ein paar Haribo-Gummibärchen. Oh, schaut euch dieses einzigartige Arrangement an. Die heiße Schokolade ist fertig. Oh, wow, schaut euch das an. Das sieht so schön aus und schmeckt richtig gut. Gefällt mir. Und das ist die heiße Schokolade von meiner Oma. Gefällt mir auch. What? Oh, wow, das sieht ja komisch aus. Seltsam, aber ich probiere mal. Auch nicht schlecht. Und wer gewinnt? Meine Schwester. Wir gratulieren dich. Die Runde geht an dich. Na, sieht so aus, als wären unsere Helden bereit für unsere nächste Runde. Was erwartet uns diesmal? Aha, sie wünscht sich ein paar Pommes. Es gibt sehr viele Möglichkeiten, dieses Gericht zuzubereiten und zu servieren. Mal sehen, wer was kochen wird. Okay. Natürlich fangen wir mit den Kartoffeln an. Oh, die Schwester scheint die ganz schön seltsam zu schälen. Das scheint der Oma nicht zu gefallen. Aber andererseits, es ist ja ihre Lieblingsenkelin. Jetzt müssen wir die Kartoffeln irgendwie runternehmen. Und die Oma hilft dabei. Die Schwester schneidet die Kartoffeln mit einem speziellen Messer. Schaut euch dieses schöne Relief an. Es wird Zeit, ein bisschen Farbe hinzuzufügen. Wow, was für bunte Farben. Jetzt kommt etwas Öl auf die Pfanne. Und die bunten Kartoffeln kommen obendrauf. Großartig. Mit heißem Öl sollte man ganz schön vorsichtig sein. Vorsicht! Die bunten Pommes sind fertig. Die kommen jetzt auf den Teller und wir sind fertig. Come on! Die Oma bevorzugt eine klassische Version des Gerichts. Und manchmal ist die klassische Version die beste, nicht wahr? Oh ja, Pommes mit Ketchup, dieser vertraute Geschmack aus der Kindheit. Gut gemacht, Oma. Tja, ja, das habe ich toll gemacht. Und womit wird uns Wednesday diesmal überraschen? Die Kartoffeln von Wednesday sind bereit. Na, wie wird sie denn sie servieren? Ah, was ist das denn? Oh nein, Wednesday, du hast die Seite verwechselt. Oma, das solltest du dir nicht anschauen. Du Arme, du hast ja schwache Nerven. Wo waren wir? Ah ja, Pommes. Wednesday färbt die Kartoffeln schwarz. Wow, das sieht ja schön aus. Hier kommt noch etwas Ketchup rein und fertig sind wir. Sieht so aus, als würde die Schwester Wednesdays Gericht zu schätzen wissen. Mal sehen, was Margot dazu sagt. Na, was haben wir hier? Hä? Sind diese Kartoffeln verbrannt? Oh nee, die schmecken gut. Und mit Ketchup. Großartig. Oh, davon will ich gleich alles aufessen. Köstlich. Also, der nächste Kandidat. Sieht appetitlich aus. Ist auch nicht schlecht. Aber so wird's noch besser schmecken. Hm, mach's gut, Pommes. Njam, njam, njam. Voll lecker. Ich glaube, ich bin schon satt, aber diese will ich noch probieren. Oh, die sind so richtig schön bunt. Awesome. Das schmeckt auch richtig toll. Wow! Noch ein letztes Stückchen. Ups! Keine Sorge, mir geht's gut.
Also Leute, seid ihr bereit für die nächste Runde? Na, lasst mal sehen. Pfannkuchen. Oh, das ist ja köstlich. Ich hoffe, unsere Helden wissen, wie man dieses wunderbare Gericht zubereitet. Na, los geht's. Oma ist immer die Erste. Sie gießt den Pfannkuchenteig vorsichtig auf die Pfanne. Seht ihr die Kruste? Das heißt, wir können das Ding umdrehen. Ach, dieser Pfannkuchen ist einfach perfekt. Das ist es, was jahrelange Erfahrung bedeutet. Wednesday, was ist los mit dir? Sieht aus, als bräuchtest du hier Hilfe. Lass mich raten, schwarzer Farbstoff? Natürlich. Das ist ja schließlich Wednesday. Schön umrühren. Oh, ich glaube, die hat Spaß dabei. Na, wie auch immer. Jetzt aber braten. Sieht ja schön aus. Schwarz sieht einfach edel aus. Was ist deine Lieblingsfarbe? Schreib's mir in den Kommentaren. Und im nächsten Video machen wir vielleicht ein Gericht in deiner Lieblingsfarbe. Und inzwischen scheint die Schwester etwas Interessantes zu machen. Wow, das ist ja kein Pfannkuchen mehr, das ist ein Meisterwerk. Oh oh, irgendwas an dieser Farbe stimmt nicht. Na los! Au, das war ein Schuss direkt ins Auge. Ich hoffe, der Schwester geht's gut. Hauptsache nicht aufgeben, egal was passiert. Na, machen wir weiter? Oh, schaut euch dieses Einhorn an. Na, das sieht ja richtig, richtig toll aus. Oh, da ist die Oma aber ganz schön stolz auf ihre Enkelin. Und was hat die Oma da? Oh, das ist ja das gute alte Rezept mit Butter und Ahornsirup. Bei ihrem Anblick läuft mir das Wasser im Mund zusammen. Ich glaube, die Pfannkuchen von Wednesday sind auch gebacken. Die sehen ganz schön ungewöhnlich aus. Wednesday gibt ihren Lieblingsbeerensirup hinzu. Schön viel davon. Wow, was ist das denn? Sind das Spinnen? Oh, Oma, beruhig dich. Diese Spinnen sind aus Schokolade. Also, probieren wir mal. Was zum Teufel ist das denn? Sieht ganz schön gruselig aus. Okay, den Pfannkuchen probiere ich. Nicht schlecht. Und was haben wir hier? Oh, sieht ja appetitlich aus. Schmeckt einfach super. Was ist das denn? Ein Einhorn? Ist ja süß und schmeckt köstlich. Juhu! Und diesmal gewinnt meine Schwester mit ihrem Einhorn. Ah, super, super, super. Ich habe gewonnen. Reißt euch zusammen. Wir fangen gleich an. Na, was haben wir denn da? Oh, ein Salat. Na, sind alle bereit? Gleich werden wir herausfinden, wer von unseren Teilnehmern dieses Gericht am besten kochen kann. Der Professor beginnt. Was macht er denn da? Er kippt Erde in den Blumentopf. Was ist das denn? Magische Samen? Na, mal sehen, was daraus wächst. Oh, er hat so viele reingepackt, das wird langsam gruselig. Und jetzt gießt er etwas Wasser darüber. Aber er hat wohl zu viele Samen reingesteckt und zu viel Wasser reingefügt. Oh, das mache ich gleich wieder gut. Ich brauche nur ein Küchentuch. Jetzt ist alles in Ordnung. Was ist denn hier los? Wow, das ist ja frischer Salat. Unglaublich. Der Professor ist bereit, den Salat zu ernten. Er schneidet ihn einfach ab und legt ihn auf den Teller. Jetzt braucht er ein Stück Baguette und ein paar Leckerschmecker Bohnen aus der Dose. So in etwa. Was ist das denn für ein Dinosaurier, Professor? Oh, was für eine Arbeit. Was sagt denn wohl die Schwester dazu? Hey, du brauchst das Gemüse doch für den Salat. Na also, das machst du gut so. Jetzt schneidet sie das Gemüse in Scheiben, legt das Salatblatt hin, Paprika. Oh, das ist ja ein richtig niedliches Bild. Ich glaube, das müsste Rosi gefallen.
Aber macht euch bereit, das Gericht des Kochs zu sehen. Die ist eindeutig nicht in der Stimmung für Witze. Sie braucht ein bisschen weiße Soße. Die schmiert sie vorsichtig auf den Teller. Jetzt zwei Scheiben Brot. Die kommen in den Mixer. Ist das dein Ernst? Ganz schön ungewöhnlich. Und was macht sie weiter? Die entstandenen Krümel kommen auf den Teller. Und jetzt schneidet sie das Gemüse in dünne Scheiben. Das sieht ja ganz schön elegant aus. Oh, dieses Radieschen sieht ja schon ganz schön appetitlich aus. Unglaublich. Schaut euch diese Schönheit an. Tja, die Chefköchin ist nun mal ein echter Profi. Sieht so aus, als wäre das Gericht fertig. Was haben wir denn da? Oh, was für ein ungewöhnlicher Salat. Probieren wir mal. Voll der leckere Schokosaurier. Und was ist das? Ich hasse Bohnen. Ekelhaft. What? Und jetzt probieren wir diesen Salat. Was für lustige Augen. Und außerdem schmecken die richtig lecker. Jetzt mache ich mich an den dritten Salat. Ich hoffe, der wird mir gefallen. Schmeckt ja gar nicht. Voll ätzend. Das hat mir auch nicht gefallen. Dieser Salat hat gewonnen. Yeah, hab ich's doch gewusst. Ich bin die beste Köchin aller Zeiten. Professor, es ist gerade nicht die Zeit für neue Experimente. In dieser Runde sollt ihr einen Milkshake machen. Magst du Milkshakes? Was ist dein Lieblingsgeschmack? Schreib uns das in die Kommentare. Und vielleicht machen wir beim nächsten Mal deinen Lieblingsmilkshake. Der Professor kann es kaum erwarten, mit dem Kochen anzufangen. Das sieht aber gerade nach Chemieunterricht aus. Unser Professor ist ganz schön gut darin, ungewöhnliche Flüssigkeiten zu vermischen. Jetzt fügt er seine geheime Zutat hinzu. Oh, schaut euch diese Bläschen an. Sieht aus, als wäre das Getränk fertig. Rosi hat sich zwar einen Milkshake gewünscht, aber das sieht zumindest originell aus. Sieht so aus, als hätte die Schwester Lust auf eine Dose Limonade. Aber die scheint gar nicht so einfach zu öffnen zu sein. Ich muss einfach mal gut schütteln. Keine schlechte Idee, oder? Nein, das war es nicht. Jetzt bist du klatschnass. Das ist ja ganz schön peinlich. Ist zwar schade, aber noch so ein bisschen Limo hat sie ja übrig. Wenn es auch nur ein ganz kleines bisschen ist. Oh, schaut euch diese Kugeln an. Jetzt wird's Zeit für Schlagsahne. Sieht ganz schön appetitlich aus. Goldbeeren, genau das, was wir brauchen. Sieht gut aus. Und was wird wohl die Chefköchin machen? Na dann zeig uns doch mal, wie das Profis machen. Aha, für dieses Rezept brauchen wir wohl einen Kühlschrank. Und jetzt ein bisschen abwarten. Die Schwester hingegen ist schon fast fertig. Hier kommen nur noch ein paar Lutscher rein. Es ist genug Zeit vergangen. Und wir holen die Eiskugel raus. Soweit nichts Besonderes. Eine ganz einfache Eiskugel. Und was passiert jetzt? Sie macht ein Loch und lässt alle Flüssigkeit rausfließen. Jetzt öffnen wir eine Dose Cola und füllen sie in eine Spritze. Was wird wohl jetzt passieren? Wow, das sieht ja cool aus. Dieses Rezept mag vielleicht unglaublich kompliziert sein, aber ich bin mir sicher, es ist es wert. Unglaublich. Dieser Cocktail fällt doch gleich auseinander, oder? Genau das ist passiert. Zu schade, Rosi. Jetzt musst du wohl aus zwei Kandidaten einen wählen. Wow, das ist ja ein lustiger Rauch. Ist das auch trinkbar? Oh ja, schmeckt einfach köstlich. Ich liebe es.
Und jetzt probiere ich das hier. Oh, das schmeckt einfach furchtbar. Wir haben einen Gewinner. Na endlich, ein verdienter Sieg, ja. Unsere Teilnehmer haben sich in den vergangenen Runden ganz schön gut geschlagen. Aber ob sie bereit sind für das nächste, was sie erwartet? Oh ja, ihr habt's richtig verstanden. Diesmal wünscht sich Rosi einen Lebkuchenmann. Sowas hat noch niemand jemals gemacht, aber unsere Teilnehmer haben das Talent und den Mut. Also werden sie was probieren. Die Chefköchin macht sich gleich an die Sache. Mh, was für ein appetitlicher Honig. Der kommt in einen Topf. Und weiter? Aha, etwas Mehl und Zimt. Das kommt alles zum Honig. Oh, bei dem Anblick läuft einem schon das Wasser im Mund zusammen. Jetzt kommt etwas Butter rein und alles schön umrühren. Es ist schon ganz schön schwer, mit einem Meister wie dieser Chefköchin zu konkurrieren. Ah, die Schwester will das besser machen. Aber sei vorsichtig, du willst noch keinen blauen Fleck bekommen. Jetzt brauchen wir genug Mehl. Ist das nicht ein bisschen zu viel? Hey, du solltest dich auf jeden Fall konzentrieren. In der Zwischenzeit fängt die Chefköchin an, ihren Teig schön durchzumixen. Und schon sieht es einfach perfekt aus. Jetzt wird es zugedeckt und richtig gut ausgerollt. Ein bisschen abwarten. Das war's, der Teig ist fertig. Jetzt wird's Zeit, die richtigen Formen zu benutzen. Oh, was für ein süßer Lebkuchenmann. Aber die macht mehr als nur einen Lebkuchenmann. Sie baut ihm auch noch ein Lebkuchenhaus. Das alles kommt jetzt in den Ofen. Was macht denn der Professor da? Oh je, deine Experimente können manchmal ganz schön gefährlich sein, Professor. Aber schließlich machst du es ja für die Wissenschaft. Und für einen guten, leckeren Lebkuchen. Du fängst also mit einem Zirkel an. Und was kommt jetzt? Ein Lineal. Na, das sieht doch schon mal gut aus, Professor. Jetzt müssen wir diese Figur nur noch ausschneiden. Und dafür benutzt du einen Spatel. So in etwa. Die geometrischen Figuren des Professors kommen jetzt auch in den Ofen. Jetzt müssen beide, der Professor und die Chefköchin, warten. Oh, was ist das denn? Schwesterherz, was machst du denn da? Bist du dir sicher, dass du so viel Kraft dafür brauchst? Zumindest hast du gute, gleichmäßige Teigstücke bekommen. Und jetzt wird's Zeit für Lebensmittelfarben. Oh, die sehen ja schön aus. Oh, mit dem letzten Stück hast du wohl ein paar Probleme, oder? Da muss doch sicher noch was drin sein. Ups, jetzt hast du es aber eindeutig übertrieben. Professor, ich sehe nichts. Ach, der arme Professor, jetzt ist er tatsächlich in Ohnmacht gefallen. Ups, dem scheint es ja noch gut zu gehen. Also, wo waren wir stehen geblieben? Rote Lebensmittelfarbe. Oh ja, jetzt wird's Zeit, dass ich meine Teigstücke schön ausrolle. Ich mache Würstchen daraus. Und dann verbinde ich sie alle zu einer großen Schnecke. Allerhand, da kommen noch ein paar süße Streusel obendrauf. Und ab in den Ofen. Oh ja, der Lebkuchen der Chefköchin ist bereits gebacken. Jetzt nehmen wir uns ein bisschen Creme. Und stellen alle Details zusammen. Oh, schaut euch dieses Lebkuchenhaus an. Das ist ja fast zu schade, es zu essen. Hier kommt noch etwas Dekoration drauf. Hm, wie wär's dann mit ein paar bunten Skittles-Bonbons? Und hier kommt der kleine Lebkuchenmann persönlich. Ich glaube, er wird glücklich sein, in so einem schicken Haus zu wohnen. Obendrauf kommt noch etwas Puderzucker. Oh, sieht aus wie Schnee. Professor, was hast du vor? Essbarer Kleber? Wahnsinn. Ah, der scheint wohl eine Rakete zusammenzubauen. Unglaublich. Na, alle Gerichte sind bereit. Jetzt wird's Zeit, dass wir sie probieren. Oh, wow. Ein kleiner Lebkuchenmann mit einem Lebkuchenhaus. Wie im Märchen. Schmeckt super. Oh. Oh, da bist du ja, mein kleiner Lebkuchenmann. Oh,
Wow, unglaublich. Das ist ja eine Rakete. Ups. Die ist auseinandergefallen. Und was haben wir da? Oh, was für ein schöner Lebkuchen. Schmeckt nicht schlecht. Aber jetzt lassen wir den Lebkuchenmann entscheiden, wer gewinnt. Das nicht. Die Rakete? Auch nicht. Vielleicht das Lebkuchenhaus? Ja, genau. Das gefällt mir am meisten. Wir haben einen Gewinner. Ach, wer hätte denn daran zweifeln können? Wenn dir das Video gefallen hat, dann gib uns einen Daumen nach oben und folg unserem Kanal. Und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Also dann, tschüssi, tschüss.